Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, The Complete Journey. Wir sind darauf und dran. Upp. Ja, ist natürlich jetzt, das ist wurscht, dass es jetzt da so Krach macht. Das soll mir egal sein. So, wir müssen hier Kohl aufwecken irgendwie. Und indem ich das gerade sage, schauen wir uns doch gerade mal diese Kammer hier an und sehen dieses Schild hier. Ja, keine offenen Flammen. Vielleicht bekommen wir ja Gizmo weg. Der ist ja auch ein Feuerwehrmann. Wenn wir einfach mal versuchen, das Ding hier anzufackeln. So, zack. Upp, hoppala. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Ja, sehr, sehr schön. So, zack, 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 zack. Lösch du mal das Feuer. Während wir hier erst einmal jetzt versuchen, zack, Goal das Getränk zu geben. Den Espresso, den leckeren Nicht Espresso. Da, Rufus. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört der Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. So, da gehört ein Trichter hin. Okay, wir versuchen mal, den Trichter reinzupacken. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Gott, das hat nicht funktioniert. Zack, wir haben hier ein Stethoskop, wir haben ein Mikrofon. Zack, nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Oh. Na endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Da ist Gizmo wieder. War ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort? Nein, natürlich nicht. Zack. Wisst ihr was? Wir geben das mal dem Lotek. Oh. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Genau. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind Ach, trotzdem meine gefeuert. Güte, wisst ihr Sie was? Sie können mich nicht feuern. Wir tun jetzt einfach Sie mal. Sie sind verhaftet. Zack. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Funktioniert ich habe Sie aber ja, zuerst komm, das verhaftet. Funktioniert. Dann na und? Sie Espresso sind mal fix gefeuert. Hier rein. Und, Leute, der große Moment des Erwachens, hoffe ich zumindest mal. Es hat funktioniert. Hey, Cole. Ich, was, wo, wer war das? Ich war das. Aua? Rufus? Alles okay bei dir? Ach du meine Puh. Güte. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich.
Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Naja, zumindest mal haben wir Cole wach bekommen irgendwie. Aber warum hat sie uns geschlagen? War das jetzt nur der Schock? Cole, ich bin's, dein Retter. Cole, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Okay. Ritzelfitzel, Britzel? Ritzelfitzel, Britzel? Hugelwugel? Hugelwugel? Baselfasel, nimm, nimm, nimm. Mammelframs? Bimfidibum, klopp, klopp. Ja, okay, ich glaube, gut, okay. Weil wäre es gerade ein bisschen lustig, der kleine Dialog, was auch immer wir mit ihr geredet haben. Ja, und jetzt sind wir ein bisschen mal, jetzt schlagen wir mal ein bisschen. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich die Wahrheit, sie ist ja vom Himmel gefallen. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig, verstehst du? Ja, hallo, jemand zu Hause? Hallo, jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup, Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja, nee, wenn das gut unterhalten ist, weiß ich auch nicht. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem, tataratatim. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber... Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja, so unendlich gutmütig sind wir dann auch mal. Zack, wir schauen mal kurz auf den neuen Plan, den wir hier haben. Ja, Cole wecken, das haben wir natürlich geschafft. So, zack, mit Cole reden, das haben wir gemacht. Freies Funkgerät finden, Coles Verlobten kontaktieren und einen neuen Plan schmieden, um nach Elysium zu kommen. Na klar, führt natürlich alles wieder zum gleichen Ziel, nach Elysium zu gehen. Letzten Endes, jetzt diesmal zwar mit Cole, aber okay. Und Funkgerät, da habe ich schon eine Idee, wo wir da eventuell hingehen könnten. Wir reden noch mal kurz mit Gizmo. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus, tut der Kopf noch weh?
Was ist denn nun mit Cole? Was ist denn nun mit Cole? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Okay. Cole muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Okay, Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Ja, ist klar. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Nee. Doch kein Notfall. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Okay, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Gut, gut, gut. Und wisst ihr was? Wir sind zwar jetzt... Moment, können wir vielleicht noch mal mit Hanek reden? Hallo noch mal. Ah, hallo Schnutzipu. Okay. Bis bald. Gibt's nichts Neues? Schnutzipu. Hab gedacht, er sagt jetzt irgendwas. So, dann gehen wir einfach noch mal ins Rathaus. Und zwar, zum Büro des Bürgermeisters. Denn hier ist ja ein Fernschreiber. Diese Technik ist voll für die Katz. So, vielleicht funktioniert's ja. Ich weiß es nicht. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Ja, nee, ist klar. Okay, wir müssen irgendwie Cletus kontaktieren. Was denn hier? Schublade. Ja, die können wir da reinmachen eigentlich. So, okay, da ist natürlich nichts. Dann gehen wir hier. Ja, ist klar, der pennt jetzt erstmal da drin. Okay. Zack, 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 da kann man... Die Uhr kann man immer noch nicht nehmen. Er ist und bleibt ein Penner. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der schläft der erste Mal schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Mikrofon. Moment, das Mikrofon. Vielleicht können wir das Mikrofon ja hier irgendwie anbringen. Zack. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Ja, nee, ist klar. Okay, das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ja, genau. Kleine Klinke auf großer Blödsinn klingt immer gut. Da fehlt ein klein großer... Okay, das kann so einfach geht's dann offenbar nicht. Ich weiß nicht, können wir das Ding vielleicht auseinander... Wobei, das Mikrofon brauchen wir auch so, ja. Großer... Dachte ich mir schon, dass er das nicht unbedingt machen will. Das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Die Frage ist nur was. Lotti? Hallo, Lotti! Du schon wieder? Ja. Von wo aus kann ich einen Funkspruch machen? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Hä? Okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... dass wir irgendwie diese Uhr brauchen. Oder irgendwie sowas in der Art, was da reinpasst. Aber wo bekommen wir die her? Vielleicht doch nochmal zu Toni? In den Laden? Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, um daraus einen... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ja, das ist schön. Kann man mit hier nochmal reden? Nee, kann man auch nicht. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja, jetzt sehe ich natürlich ziemlich blöd aus, ne? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen! Ja, ist irgendwie schon klar, ne? So, aber wenn wir den Vogel jetzt wieder mitnehmen... Was können wir denn da machen damit? Ja, ich muss ist weg. Noch nichts Neues. Das aber du. Ja, genau. Zack. Die Frage ist nämlich, was können wir denn damit... Sollen wir den wieder hier oben draufsetzen? Versuchen wir einfach mal, oder? Ach so, komm. Warte mal, Lorenzos Kneipe. Was soll man denn da mit dem machen?
ihm hier geben, oder was? Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Ja, nichtsdestotrotz. Was machen wir denn mit dem Vogel? Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ja, ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Solche Tratschtanten muss sich Gizmo schon den ganzen Tag über die Notrufsäule anhören. Tratschtanten und Petzen. Tratschtanten und Petzen, ja. Nichtsdestotrotz, irgendwie... Wir müssen in die Post kommen irgendwie. Moment, gibt's hier noch irgendwas drin? Eine Uhr oder irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht hat er hier ja noch eine Idee. Irgendeine Idee, was wir noch machen können. Na? Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Ja, wir kommen später wieder zurück. Hier können wir wahrscheinlich immer noch nichts machen beim Sprengplan. Ich weiß, den haben wir ja schon vollkommen ausgenutzt, ne? Ja, da kann man gar nichts machen. Absolut nichts. Das heißt, irgendwo anders müssen wir hin. Vielleicht gehen wir nochmal zu Wenzel ins Haus. Wo ist der überhaupt hin? Hier ist er schon mal nicht. Hier ist auch nichts, was ich mitnehmen könnte. Vielleicht im Bad? Ist er auch nicht. Aber hier ist auch keine Uhr oder sonstiges, ne? Was ich. Also ich glaube, ich muss wirklich in die Poststelle rein. Die Frage ist nur, wie kommen wir da am besten hin? Wie kommen wir da am besten hin? Ich überlege gerade, Leute, ne? Ich überlege ganz scharf. Vielleicht gehen wir nochmal kurz vor das Stadttor. Ja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ja, genau, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch nicht die Uhr, die wir brauchen fürs Postamt. Und ich bin mir sicher, das ist so ziemlich das Nächste, was wir brauchen werden. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Okay, dann gehen wir einfach mal hier hin. So, auf zur Notrufsäule. Ja, Rufus, mach ein bisschen schneller, ne, Kumpel? Ich meine, der Gizmo ist ja jetzt wieder in der Notfallstation. Vielleicht können wir ihn damit ja rufen. Ich weiß zwar noch nicht, was das Ganze für einen Sinn haben sollte. Höchstens, dass wir ihn da weglocken. Zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse Telefonieren. Okay, das Ganze funktioniert leider Gottes auch nicht so. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Ah! Okay, zumindest mal funktioniert das soweit. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Was wissen Sie noch? Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Ja, nee, ist klar. So, dann gucken wir einfach mal auf zu Toni in den Laden. Hat die vielleicht irgendwas zu sagen? Nee, hat sie natürlich ich wieder muss nicht. Weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber Pardon, du Leute. Bist immer noch da. Ja, ich bin immer noch da, natürlich. Ich brauche ja auch noch ein paar Sachen, ne?
So, und ich weiß nicht, eventuell bringt es uns ja was, wenn wir jetzt hier in die Gasse gehen zum Gizmo selber. Ja, komm. Rufus. Ich will ihn lieber nicht stören. Aha. Ich will ihn lieber nicht stören. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Mhm. Ich will ihn lieber nicht stören. Okay, da kann man also nichts machen. Vielleicht beim Arztschrank irgendwie irgendwas? Auch nicht. So, also Gizmo ist auf jeden Fall schon mal abgelenkt. Das heißt, wir haben jetzt freie Bahn. Was die Diebstähle angeht, vermute ich einfach mal. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da jetzt weiter? Aber wisst ihr was, Leute? Das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn dem so ist, ne? Ihr wisst bestimmt. Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Ja, ist klar. So, also, ne, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Tiponia. Da kommt wie Johnny. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.